Wir haben gestern Abend echt gedacht, heute geht nicht weiter. Aber wir haben uns nochmal in die Schuhe reingelegt, die waren gestern nass und heute Morgen haben wir sie trocken gehabt. Ja, und wir wollten es einfach hinter uns bringen, wir wollten das jetzt schaffen. Weil auch ganz viele gesagt haben, das schafft ihr nie, von unseren Freunden. Weil wir sind halt nicht die Sportskanonen hier oder, ne? Also das war die Motivation. Jetzt kommt ihr gleich in Bremen am Bahnhof an. Worauf freust du dich am meisten? Erstmal auf meine Familie, dass sie da ist. Auf meine Kinder und auf meine Frau. Wir werden gleich unseren Glühwein trinken, den wir die letzten Tage abends auch schon mal trinken wollten. Aber jetzt unser Ziel, haben wir gesagt, wir wollen zu Bremer Bahnhof laufen oder zum Weihnachtsmarkt laufen und da einen Glühwein trinken. Und das werden wir gleich machen. Uns ist nämlich auch richtig kalt. Wir haben Wunderkerzen mitgebracht, wir haben Plakate geschrieben, wir haben Luftballons aufgepustet und wir haben uns mitgebracht. Alles, es kommt alles zusammen. Freude, Glück, Erleichterung, dass alles gut gegangen ist, alles. Kommt alles zusammen. Ich fand diese Aktion ganz toll. Als ich davon gehört habe, habe ich gedacht, Respekt bei diesem Wetter. So zu laufen und bei diesem norddeutschen Schiedwetter, dass sie die ganzen 5 Tage hatten, richtig toll. Und die werden auch bestimmt ganz viel zusammenbekommen. Die wird benötigt für die Typisierung der Gewebemerkmale bei der deutschen DKMS, denn eine Typisierung kostet ungefähr 35 Euro. Jetzt wäre gut. Besser. Familie, ja. Wieder alle da. Gegessen, Glühwein. Was haben wir immer gesagt? Becher. Ja, viel Becher. Ja. Es gibt bald keine T-Shirts mit Becher drauf. Ich freue mich aber nachher, Füße ins Wasserbad. Das wurde mir gerade schon versprochen, das ist gut. Ich bin super stolz auf den beiden. Ich habe sie sehr vermisst. Ich habe geweint, weil ich das gar nicht gut abkonnte, wenn die da unterwegs waren und so nass. Hallo. Und wenn ich denn die Fotos gesehen habe, wie kalt, das Gesicht richtig aufgedunsen von der Kälte. Man konnte schon, also ich habe es so empfunden als Mutter manchmal, dass sie, ich denke, hoffentlich geben die nicht auf. Aber sie haben es gepackt, sie hatten Ehrgeiz, sie haben, also voll Respekt.